Uns erwartet ein neues Abenteuer mit Bibi und Tina, und zwar auf dem Martinshof. Und wir spielen auf der Nintendo Switch. Letztes Jahr, glaube ich so um die Zeit, haben wir Bibi und Tina das Spiel zum Film gespielt. Und seit einiger Zeit ist der neue Teil draußen, Bibi und Tina auf dem Martinshof. Und hinten auf der Hülle stehen so ein paar Informationen. Ich werde sie mal zu mir nehmen. So. Stelle dich 18 Reitmissionen. Verbessere dich bei der Bestzeitenjagd. Erhole dich beim Ausreiten in der offenen Spielwelt. Suche und sammle Objekte, um neue Inhalte freizuschalten. Mache schöne Fotos von der Umgebung für dein Fotoalbum. 10 verschiedene Pferde, 6 Minigames und spannende Rennen. Und das erwartet uns bei diesem Spiel. Und was ich ganz niedlich fand, bevor wir hier anfangen, in der Hülle war so ein kleiner Zettel gewesen, der drauf steht: Dankeschön, dass du dich für das Spiel Bibi und Tina auf dem Martinshof entschieden hast. Viel Spaß damit. Hast du Fragen zu diesem Spiel? Wir helfen gerne. Und dann die Kontakt-E-Mail-Adresse. Und das finde ich ja sehr schön. Ein großes Lob geht an Markt und Technik, denn die haben ihre Kontaktdaten da preisgegeben. So, wir wollen jetzt mal anfangen. Wir haben jetzt genug gelabert. Und es sieht schon mal optisch so ein bisschen aus wie das erste Spiel. Damit werden wir das wahrscheinlich auch so ein bisschen vergleichen, was ja nichts Schlechtes ist, weil Bibi und Tina, das erste Spiel, also das Spiel zum Film, war ja wirklich ein ganz schönes Spiel. Wir werden jetzt erst einmal den Sound mal ein bisschen einstellen. Und zwar, ich mache die Musik ein bisschen leiser. Ist nämlich manchmal ein Problem, wenn ich die Musik zu laut habe. Und das kriege ich jetzt während der Aufnahme halt so nicht mit. Und ich nehme davon ein paar Folgen am Stück auf und sehe das hinterher am Rechner. Und dann merke ich manchmal, der Ton war etwas zu laut, weil man hört mich nicht richtig. Findet der ein oder andere vielleicht ganz gut, wenn man mich nicht richtig hört. Aber das ist nicht Sinn der Sache. So, hier haben wir ein noch leeres Fotoalbum. Das gilt es natürlich zu füllen. Aber zuerst wollen wir spielen. So, wir haben Missionen, Bestzeitenjagd oder Ausreiten. Ich denke mal, Ausreiten ist sowas wie beim letzten Spiel, wo wir vielleicht Ballons suchen müssen. Werden wir aber in einer späteren Folge testen. Bestzeitenjagd ist eigentlich beim letzten Mal das gewesen. Wenn ich bei Missionen etwas geschafft habe, finde ich das unter Bestzeitenjagd und kann das, genau, hier seht ihr überall Schlösser dran, und kann das dann nochmal neu spielen. Also wie wir sehen, wir haben 2, 4, 6, 6, 12, 18 verschiedene Missionen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, so auf die Schnelle. Und das heißt, wir haben ein wenig zu spielen. Wir spielen natürlich heute mit der guten Bibi. Und dann mal sehen, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, wie lange ich jetzt schon laber. Dann wird die erste Folge sowieso wahrscheinlich etwas länger sein oder werden. Und in der Zeit, wo der lädt, trinke ich mir einen Schluck Kaffee. So, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ein neues Spiel rausgekommen ist. Durch einen ganz doofen Zufall habe ich es entdeckt im Elektroladen meines Vertrauens. So, was für ein schöner Tag für einen Ausritt. Aber am besten lernst du erst einmal, wie du dein Pferd führst. Reite von einem Checkpoint zum nächsten. An jedem Checkpoint bekommst du wichtige Spielhinweise, die du beachten und ausführen musst. Es wäre natürlich schön gewesen. Ich wollte gerade schon meckern. Drücke den linken Stick nach vorne und zu den Seiten, um das Pferd anzutreiben. Halte den linken Stick nach hinten gedrückt, um das Pferd zu verlangsamen oder anzuhalten. Achso, ich darf schon.
War das beim letzten Spiel auch? Da habe ich doch Knöpfe gedrückt, oder? Der Orientierungspfeil gibt immer an, wo sich dein nächstes Ziel befindet. Reite in die Richtung, in der der Pfeil zeigt. Ich weiß nicht, muss ich hier gedrückt halten? Oder muss ich das mehrmals machen? Drücke den A-Knopf, um schneller zu reiten. Ach so, okay. Manchmal erübrigen sich meine Fragen von ganz von alleine. Du kannst zusätzlich Geschwindigkeit bekommen, indem du wiederholt den A-Knopf drückst. Schnelles Reiten reduziert die Ausdauer des Pferdes. Verbrauchst du seine komplette Ausdauer, bockt es. Die Ausdauer des Pferdes wird als Balken am rechten Bildschirmrand angezeigt. Wechsel beim schnellen Reiten den Rhythmus und variiere so die Geschwindigkeit. Und immer wieder Ausdauer zu regenerieren. Machen wir. Okay. Sobald du schnell genug reitest, kannst du über Hindernisse springen. Reite im Galopp auf ein Hindernis zu, um darüber zu springen. Aber wir sind mal gespannt. Ich weiß nämlich noch beim letzten Spiel. Och, das ist aber ganz schön schwer zu steuern gerade hier. Beim letzten Spiel bin ich da so ein bisschen von der Seite angeritten. Ist das Pferd vom Hindernis stehen geblieben, was für die eine oder andere Mission nicht so schön war. Okay, das hätten wir so mehr oder weniger gut gemacht. So, dann reiten wir mal zum nächsten. Aber es ist gar nicht so leicht, hier zu steuern, möchte ich gerne mal erwähnen. Das Pferd ist so ein bisschen wie auf Schlittschuhen, aber ist vielleicht nur Gewöhnungssache. So, Waldslalom. Jetzt, wo du das Reiten beherrschst, naja, beherrschen kann man das nicht so nennen, kannst du die Umgebung erkunden. Ein Slalom durch den Wald ist da genau richtig. Reite gegen die Zeit, reite von einem Checkpoint zum nächsten. So. Achso, ich muss erst den anderen Checkpoint nehmen. Ah, okay. Das war nicht so ersichtlich für mich. Weil, ich es nicht gewohnt bin, dass ich sofort mehrere Checkpoints sehe. Aber ist eigentlich auch logisch, weil, das Ding hier heißt Slalom. War jetzt mein Fehler. Oh. Ja, das ist nicht so leicht, wie das hier aussieht. Ist natürlich auch ein bisschen Trial and Error, dass man weiß, wo verläuft hier die Checkpoints. Und da ist das Ziel. Das war ja doch sehr gnädig. So, diese Reitaufgabe ist nun im... Ich konnte es nicht so schnell lesen. So, da hinten ist das nächste. Das war ja beim alten Spiel auch so ähnlich alles aufgebaut. Und es gab auch irgendwo auch noch einen Gut, wo ich das Pferd pflegen musste. So, wie wäre es nun mit einem Ritt zum Schloss Falkenstein? Vielleicht triffst du dort ein paar Freunde. Reite gegen die Zeit, reite von einem Checkpoint zum nächsten. Du musst zwar nicht jeden Checkpoint durchreiten, aber für jeden passierten Checkpoint erhältst du einen Zeitbonus. Okay. Aber ich glaube, die Steuerung ist von der Art her genauso wie beim alten Spiel, würde ich jetzt sagen. Ich muss mir ein bisschen so auf die Leiste rechts unten achten. Man kann ja später noch sein Pferd ja auch noch, ich sag mal, leveln. Das weiß ich auch noch. Da erhöht man seine Ausdauer, beziehungsweise ich weiß nicht mehr so genau, wie es war, ob sich die Ausdauer dann schneller erholte oder ob wir mehr Ausdauer hatten. Das weiß ich nicht mehr so ganz. Ich weiß, ich hätte jetzt geradeaus durchreiten können. Aber... Oh, da steht jemand. Wir machen es so. Diese Aufgabe ist nun im Modus Bestzeitenjagd spielbar.
Okay, das konnte ich vorher nicht so schnell lesen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen schnell gedrückt. So, da ist das nächste. Alex berichtet, dass irgendwas auf dem Martinshof passiert ist. Mehr wusste er aber auch nicht. Schnell, nichts wie hin. Ein Pferderennen gegen die Zeit. Reiter auf dem kürzesten Weg vom Start zum Ziel. Wir werden das versuchen. Die Missionen waren immer mit so die, ja, ich will nicht sagen schwersten, aber jetzt bin ich dagegen hängen geblieben, weil das Spiel kurz ruckelte. Aber wenn wir es nicht schaffen, machen wir es nochmal. Und wenn ich für eine Mission zu lange brauche, dann werde ich sie irgendwann mal offscreen spielen. Aber das weiß ich noch nicht, wie ich das dann genau handhabe. Weil ich will euch ja auch nicht langweilen. Wir reiten hier mal querfeldein. Ja, das alte Spiel hat auch manchmal so Laderuckler gehabt. Daran kann ich mich auch noch so gerade erinnern. So, da ist der Hof. Da wollen wir hin. Aber trotzdem muss ich sagen, hat das Spiel optisch ein Stück nach vorne gemacht. Wo muss ich denn hier hin? Da muss ich rein. Da ist das Ziel. So, einen Schluck Kaffee getrunken. Und zur nächsten Aufgabe. Aber ich meine doch, ich kann doch jetzt hier auch, wenn ich schon mal beim Hof hier bin, doch auch mein Pferd füttern und alles, oder? Oder kann ich das nur im freien Modus? Das kann natürlich sein. Weil ich sehe gerade kein Symbol oder so. Dann kann ich das vielleicht nur im freien Modus. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Die erste Spur. Frau Martin ist außer sich, denn alle Tiere sind entlaufen. Aber mit deiner Unterstützung werden Bibi und Tina sie schon finden. Folge der ersten Spur. Reiten gegen die Zeit, folge der Wegstrecke bis zum Ziel, ohne sie zu verlassen. Abseits der Wegstrecke läuft die Zeit schneller. Ich glaube, diese Mission ist neu. Die gab es beim alten Spiel nicht. Interessant. Also muss ich hier immer auf diesem Blumenpfad hier bleiben, vermute ich mal. Leider kann ich auf die Uhr da oben nicht gucken. Wie schnell dann die Zeit dann tatsächlich dann runtergeht, wenn ich hier weg bin. Aber jetzt kann ich es mal testen. Ich gehe mal. Ah, geht doch einiges schneller. Okay. Noch diese Mission wäre geschafft. So. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Tina, du bist im Weg. Hier ist ein Zeltplatz. Hier sind Hühner. Hier ist ein Huhn abgebildet. So, finde Käthe. Hahn Hubert war leicht zu finden, aber weit und breit ist kein anderes Tier zu sehen. Bibi hat eine Idee. Sie verhext Hahn Hubert, damit er Bibi und Tina zum nächsten Tier führt. Reiten gegen die Zeit. Folge dem Hahn von einem Checkpoint zum nächsten. Er führt dich Schritt für Schritt zum Ziel. So, lieber Hahn, ich sehe dich. Ich hoffe, du siehst mich auch. Und dann versuchen wir das mal. Ich hab's gesehen, ich bin falsch abgebogen. Da ist der Hahn. Also irgendwo war er hier. Jetzt muss ich hier nach rechts. Auch so eine Mission ist neu, die gab's beim, oh, beim letzten Spiel auch nicht. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Ich muss hier rüber, dann werde ich mal hier so reinreiten.
weiß ja immer nie, wie gut ich hier reite. Ich bin aber irgendwie gar nicht so richtig, glaube ich. Oder? Da ist der Hahn. So, wohin jetzt? Wie komme ich denn da rein? Geschafft. Hätte ich nicht auch da drüber springen können? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir müssten schon so gute 20 Minuten auf der Uhr haben. Wenn ich das so richtig im Blick habe. Ich habe ja nicht so hundertprozentig auf die Uhr geguckt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.